So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es wieder um das Thema Algorithmen und Datenstrukturen. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Bubble Sort Algorithmus beschäftigen. Der Bubble Sort. Das ist der einfachste Sortieralgorithmus. Und wir werden mal direkt an einem Beispiel zeigen, wie das Teil arbeitet. Wir stellen uns vor, wir haben eine ganz einfache Liste von Elementen. Und zwar verwenden wir ganz einfache positive Zahlen. Zum Beispiel eine 3, eine 5, 10, 13. Das ist ein schlechtes Beispiel. 2, 1 und 0. Diese Liste wollen wir aufsteigend sortieren. Ganz wichtig schon mal für die Praxis. Wenn Sie eine Liste von irgendwelchen Elementen haben, die Sie sortieren wollen, dann müssen diese Elemente vergleichbar sein. In dem Fall vergleichbar sein bezüglich der Größer-Kleiner-Relation. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb habe ich hier das Beispiel gemacht mit einfachen positiven Zahlen. Die können wir nämlich mittels Größer-Kleiner vergleichen. Ich kann zum Beispiel sagen, die 3 ist kleiner als die 5. Die 5 ist kleiner als die 10, die 10 ist wiederum größer als die 2. Wenn wir jetzt hier eine Liste haben mit komplexen Objekten zum Beispiel, stellen Sie sich vor, wir haben eine Liste von Fahrzeugen, von Objekten der Klasse Auto, wo wir irgendwelche Autos untergebracht haben. Dann müssen diese Autos in irgendeiner Form miteinander vergleichbar sein. Ne? Im Idealfall mittels größer-kleiner Relation. Nur dann können wir diese Liste auch sortieren, egal was für einen Sortieralgorithmus wir anwenden. Das ist also schon mal die Grundbedingung. Jetzt geht es um den Bubble Sort Algorithmus. Also, wir haben diese Liste, die soll sortiert werden. Wir starten mit den ersten beiden Elementen. Das heißt also in dem Fall gerade mit der 3 und mit der 5. Diese beiden Elemente, die vergleichen wir miteinander. Ja. Dann stellen wir fest, okay, die 3 ist kleiner als die 5. Ja. Und aus diesem Grund, wenn wir aufsteigend sortieren, das bedeutet aufsteigend, wenn wir fertig sind mit dem Sortiervorgang, ist das größte Element am Ende der Liste und das kleinste Element ist am Anfang der Liste. Ja. Das bedeutet aufsteigend sortieren. Und wenn wir da hingegen mit dem Bubble Sort sortieren möchten, dann müssen wir natürlich hier schauen, wie verhalten sich diese Elemente. Wenn nämlich jetzt hier die 3 kleiner ist als die 5, so wie wir es hier haben, also wir haben diese beiden Elemente, dann brauchen wir an dieser Stelle nichts zu machen. Das heißt also, ich kann jetzt weiterrücken zu den nächsten beiden Elementen und das ist dann die 5 und die 10. Ja? Dann vergleichen wir diese beiden Elemente. Auch hier stellen wir wiederum fest, okay, 5 ist kleiner als 10, wunderbar, wir brauchen nichts zu machen. Ja. Jetzt gehen wir weiter, jetzt kommen die nächsten beiden Elemente, das ist dann in dem Fall die 10 und die 2. Hier stellen wir fest, ui, die 10 ist jetzt allerdings größer als die 2. Das heißt also, das dürfen wir so nicht stehen lassen, hier müssen wir tätig werden. Und das sieht jetzt so aus, dass wir diese beiden Elemente einfach tauschen. Das heißt also, die 2 kommt hier hin, die 10 kommt hier hin. Ja? So. Dann haben wir das erledigt und wir gehen zu den nächsten beiden Elementen. Das ist dann hier die 10 und die 1. Die 10 und die 1 können Sie hier schon sehen. Auch hier ist wieder Handlungsbedarf. Wir stellen also auch hier wieder fest, die 10 ist größer als die 1. Das heißt also, wir müssen hier tauschen. Das heißt also, wir beseitigen hier die 10 und hier die 1 und tauschen die beiden. Also hier kommt die 1 hin und hier kommt die 10 hin. Dann haben wir diesen Part auch erledigt. Und wir gehen zu den nächsten beiden Elementen. Das ist dann die 10 und die 0. Auch hier haben wir wieder Handlungsbedarf. Die 0 ist kleiner als die 10, also müssen wir auch hier wieder tauschen. Die 10 kommt hier weg, hier kommt die 0 weg und die 10
schreiben wir hier hin und die 0 schreiben wir hier hin. Und jetzt haben wir eine schöne Entdeckung gemacht. Die 10 stand anfangs hier und ist nun hochgewandert ans Ende der Liste. Und daher kommt hier auch der Name, wir pluppern, das heißt also Blasen, die nach oben steigen, ne, Blasen, die nach oben steigen. Ja, so fällt es sich hier in dem Fall mit den größten Elementen, diese wandern in Richtung Ende der Liste. Also in dem Fall 10 ist das größte Element und es steht jetzt hier am Ende unserer Liste, es ist hochgewandert. Daher auch der Name Bubble Sort. Okay, das war der erste Durchlauf. Ne? Der erste Sortierdurchlauf. Jetzt kommt der zweite Sortierdurchlauf. Ne? Wir haben unsere Ausgangsliste ist jetzt 3, 5, 2, 1, 0 und 10. Und jetzt müssen wir wieder von neuem beginnen. Das heißt also, wir betrachten jetzt wieder, jetzt mache ich es mal grün, wir betrachten jetzt wieder die ersten beiden Elemente. Also in dem Fall die 3 und die 5. Wir stellen fest, okay, das ist gut, die 3 ist kleiner als die 5. Wir müssen nichts machen, das kann so stehen bleiben, weil wir ja aufsteigend sortieren. Dann gehen wir zu den nächsten beiden Elementen, das ist jetzt die 5 und die 2. Hier haben wir jetzt aber wieder Handlungsbedarf, denn die 5 ist größer als die 2, das heißt, wir müssen diese beiden Elemente hier tauschen. Die 2 kommt also hier hin und die 5 kommt hier hin. Okay, wir machen weiter. Es kommen jetzt die nächsten beiden Elemente, also hier die 5 und die 1. Auch hier haben wir wieder Handlungsbedarf. Das heißt, 5 ist größer als 1, wir müssen tauschen, wir müssen tätig werden. Das heißt, die 1 wandert hier hin, die 5 wandert hier hin. Das Spielchen geht weiter. Jetzt kommen die nächsten beiden Elemente, also hier die 5 und die 0. 5 wird eliminiert, die 0 wird eliminiert und wir tauschen das Ganze. 0 geht hier hin, 5 geht hier hin. Jetzt kommen die nächsten beiden Elemente, also hier die 5 und die 10. 5 ist kleiner als 10, das kann also so stehen bleiben. Wir sind fertig an dieser Stelle. Auch hier haben wir wieder die Beobachtung gemacht, die 5 stand ursprünglich hier und ist nun hochgewandert Richtung Ende der Liste und hat jetzt hier ihre endgültige Position eingenommen. Sie ist also hochgewandert, hochgeblubbert. Die Blase hat sich nach oben bewegt. So kann sich das vorstellen. So, das Spielchen geht jetzt weiter. Das heißt, es kommt jetzt der nächste Sortierschritt. Unsere Ausgangsliste ist 3, 2, na, jetzt kann ich nicht mehr schreiben, 2, wunderbar. Na toll. Aha. Kein Problem, das löst sich gleich wieder. Also, wie gesagt, wir haben unsere Ausgangsliste. 3, 2, 1, 0, 5 und 10. So. Das mache ich jetzt wieder rot. Wir starten wieder bei den ersten beiden Elementen, also hier der 3 und der 2. Wir stellen fest, die 3 ist größer als die 2. Das heißt also, wir müssen tauschen. Ja? Das heißt also, wir tauschen diese beiden Elemente dann gegeneinander aus. Die 2 geht hier hin, die 3 geht hier hin. Jetzt kommen die nächsten beiden Elemente, die 3 und die 1. Auch hier können wir wieder feststellen, die 3 ist größer als die 1. Ne? Das heißt, wir müssen auch hier wieder tätig wirken und müssen tauschen. Das heißt, 1 steht jetzt hier, 3 steht jetzt hier und so weiter. Ne? 3 ist größer 0, wir müssen tauschen. So, nächsten beiden Elemente, 3 und 5, alles klar, die können so stehen bleiben, ne? Die stehen gut. Die nächsten beiden Elemente erst recht stehen auch gut. Wir sind fertig. Auch hier, 3 stand ursprünglich hier
und ist jetzt hochgewandert Richtung Ende der Liste. Sie können sich denken, wenn wir das jetzt hier entsprechend durchlaufen weiter, dann kommen wir auch irgendwann ans Ziel und wir sind fertig. Na? So arbeitet der Bubblesort-Algorithmus. Ich gebe Ihnen den Rat, probieren Sie das Ganze mal selbst an ein paar Beispielen auf dem Blatt Papier aus. Ja? Programmieren Sie erst einmal noch gar nichts. Also noch keinen Code angeben, nichts erstmal auf dem Blatt Papier, auf dem Blog. Das Ganze durchspielen, dass Sie eine Idee bekommen. Ja? So. So arbeitet, wie gesagt, der Algorithmus. Jetzt allerdings ein paar Nachteile von dem Teil. Und zwar im sogenannten Worst Case, also im schlimmsten Fall. Schlimmster Fall ist, wir haben eine wirklich unsortierte Liste, die komplett durchsortiert werden muss. Haben wir eine Laufzeit O von n Quadrat. Das heißt, n ist in diesem Fall die Größe der Liste. Und da müssen Sie sich vorstellen, da muss dieser Algorithmus im schlimmsten Fall n Quadrat Schritte durchführen. Das heißt also, wenn Sie eine Liste haben von 100 Elementen und die Liste muss komplett durchsortiert werden, muss der Algorithmus im schlimmsten Fall 10.000 Durchläufe machen, bis die Liste vollständig sortiert ist. Es gibt jetzt eine Fülle an Sortieralgorithmen, die sich in ihrer Laufzeit, in ihren Laufzeiten unterscheiden. Es ist allerdings an dieser Stelle nicht immer ratsam, den besten Algorithmus zu verwenden. Es kommt immer darauf an, was haben Sie für eine Eingabegröße. Das heißt also, was haben Sie für eine Liste, ein Array zum Beispiel, welches sortiert werden muss und wie leistungsfähig ist die Maschine, auf der Sie das ausführen. Ja. Das heißt, wenn Sie eine kleine Eingabegröße haben, das heißt, Sie haben nur ein kleines Array, zum Beispiel 100 Elemente, welches sortiert werden muss, dann können Sie auch einen Bubble-Sort-Algorithmus verwenden in der einfachsten Ausführung. Das können die heutigen Computer ohne Probleme in annehmbarer Zeit, ein paar Sekunden, sortieren. Wenn Sie jetzt allerdings eine Liste haben von zigtausenden von Elementen oder sogar zig Millionen von Elemente, die sortiert werden müssen, dann wäre es doch ratsamer, einen besseren Algorithmus zu verwenden. Es steht also immer die Frage im Raum, wie ist der Aufwand bei der Implementierung eines solchen Algorithmus? Ich werde jetzt hier mal ganz grob skizzieren im Pseudocode, wie man das Ganze umsetzen kann. Das heißt also, wir gehen davon aus, wir haben eine Funktion. So, wir haben eine Funktion, die heißt BubbleSort. Diese Funktion bekommt als Argument eine Liste. Das kann ein Array sein. Ja. Dann geht diese Funktion folgendermaßen vor. Wir haben hier eine Schleife, eine einfache Zählschleife, die läuft von 0 bis zur Länge der Liste. Also Länge Liste. Machen wir hier entsprechend Iterationsdurchgänge. So. Dann haben wir hier innen drin wieder eine Zählschleife mit dem Laufindex J. Die läuft von 0 bis Längliste minus 1. Und jetzt wird es interessant. Warum minus 1? Das werden Sie gleich sehen. Beziehungsweise, das kann ich hier oben schon verdeutlichen. Wir greifen uns ja immer ein entsprechendes Element hier. Zum Beispiel die 2 und dann das darauffolgende Element, in dem Fall hier die 1. Vergleichen diese. Dann springen wir weiter zum nächsten Element. Zum Beispiel hier die 1 und vergleichen das mit dem darauffolgenden Element 0. Jetzt müssen wir, stellen wir uns vor, wir haben ein Array und wir müssen über den Index darauf zugreifen. Was würde jetzt passieren, wenn wir jetzt dieses Element hier haben, die 10, und wollen jetzt auf das darauffolgende Element, welches gar nicht existiert, darauf zugreifen? Also wir haben hier die 10 und wollen uns jetzt das nächste Element holen, welches ja gar nicht mehr existiert, weil wir am Ende der Liste sind. Dann werden Sie von gerade moderneren Programmiersprachen oder allgemein je nach Programmiersprache werden Sie auf die Finger geklopft bekommen, ja, weil Sie hier über das Ende der Liste iterieren. Ja. So, und aus diesem Grund ist es wichtig, dass ich hier nur bis zum zweitletzten Element bei meiner zweiten Vorschleife hier
Deshalb hier Länge Liste minus 1 laufe, weil das zweitletzte Element ist kein Problem. Ich halte mich an diesem Element hier fest und kann auf das nächste Element, also hier die 10 drauf zugreifen. Ohne Problem. Und deshalb laufen wir nur so weit. Weiter muss ich das Spielchen auch nicht treiben, um zu sortieren. Jetzt machen wir hier Folgendes. Jetzt kann ich hier sagen, okay, wenn jetzt Liste J, wir greifen also da auf das J-Element zu, J von dieser zweiten Zielschleife, wenn Liste J größer ist als Liste, als das Element bei J plus 1, dann müssen wir tätig werden, das heißt, dann müssen wir tauschen. Das schreibe ich jetzt auch hier einfach als Funktion hin. Tauschen, und wir greifen hier drauf zu, Liste J und dann noch Liste J plus 1. So. Das ist der Bubble-Sort-Algorithmus in seiner einfachsten Form. Ja? Also nichts anderes als eine Funktion. Die bekommt eine Liste übergeben, also ein Array zum Beispiel, und sortiert das Ganze dann. Ja? Das Ganze, diese einfachste Implementierung hier, die können Sie jetzt wirklich anwenden, wenn Sie wirklich eine Liste haben mit wenigen Elementen, 10 Elemente, 100 Elemente, ne, vielleicht sogar 1000 Elemente, das bekommen die meisten modernen Rechner hin. Der Nachteil dieser Implementierung, das sehen Sie aber hier schon an diesen zwei Zählschleifen, ne, also hier die erste und hier unten die zweite Zählschleife, diese laufen nämlich generell durch, vollkommen egal wie der Zustand der Liste ist, also vollkommen egal wie weit wir schon sortiert haben, ob die Liste bereits sortiert ist, wenn wir sie hier an diese Funktion übergeben. Das heißt, diese Implementierung hier, die wird immer die Laufzeitkomplexität O von n Quadrat haben. Ja. Der Vorteil ist, wir können diesen Algorithmus, so wie ich ihn hier skizziert habe, ganz einfach implementieren. Und für kleine Eingabegrößen können Sie damit auch arbeiten. Ne? Wenn Sie jetzt natürlich, wie gesagt, sehr große Eingabegrößen haben, also zigtausende von Elementen, mehrere Millionen Elemente, die sortiert werden müssen, ne, und je nach Leistungsfähigkeit des Systems, ne, muss man den hier natürlich entsprechend anpassen, diesen Algorithmus, ein bisschen intelligenter machen oder vielleicht sogar einen ganz anderen Sortieralgorithmus verwenden. Ja, so viel also dazu. Das war es an dieser Stelle schon wieder. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen. Besuchen Sie auch meine Seiten. Vielen Dank fürs Zuschauen.